So, Freunde, wie schon beim letzten Abschnitt im Badezimmer, werden wir jetzt nochmal in den Wald gehen und die fehlenden zwei Pilze suchen. Wem das nicht zusagt, der kann den Part halt nicht anschauen. Es tut mir leid, aber ja, ich will es einfach versuchen. Ich weiß noch nicht, wie lange. Muss ich mal kurz auf die Uhr schauen. Ja, sagen wir mal so, wenn ich keinen Bock mehr habe, dann hören wir eben auf. So, jetzt will ich das aber nochmal versuchen mit guten Karten bei ihm. Fluchart. Nehmen wir wieder das. Dann Kraftleiste wird erweitert. Das ist wahrscheinlich das Beste, was geht. Und Fluch an sich würde ich gerne. Genau, das lassen wir so. Herminchen. Das da. Gut. Das da. Und Magicus Extremus. Ja. Gerne. Und Ronald, was haben wir hier? Flüche werden mächtiger, gern. Kraftleiste wird erweitert, auch sehr gern. Aber hier hätte ich gern noch das da. Okay. Freunde, zwei Pilze. Wenn wir sie haben, können wir das Level augenblicklich verlassen. Bohnen sollten wir ja nun mehrmals genug haben, schätze ich mal, mit über 1000. Immerhin 1500 nahezu für jeden. Ich denke, das sollte doch reichen. So, ich würde ganz gern erst nochmal da lang gehen. Irgendwo müssen die doch sein. Große weiße Pilze. Hier tauchen gleich Sumpfkratler auf, richtig? Ja. Dann lasst sie uns platt machen, Freunde. Weg mit den Sumpfkratlern. Schilde sollten wir alle haben, die es in dem Bereich hier gibt. Hermine. Hör doch mal auf! Jetzt ärgert doch nicht diesen armen Bubo Tupler. Was hat er dir getan, dass du ihn so zur Schnecke machen musst? Ich hoffe unter denen, aber das wäre ja eigentlich Quatsch, dass man sie wegschnipsen muss, um darunter einen Pilz anzaubern zu können. Also das denke ich dann doch eher nicht. Gut. Nach da oben weiter oder nach hier weiter? Das ist die große Preisfrage. Ja, komm, die eine Bohne. Lassen wir es. Weg mit den Pilzen, bitte. Yay, wir haben einen Durchgang. Reicht uns das schon oder sollten wir vielleicht... Also ich schätze mal, wenn, dann habe ich hier irgendwo... Schon. Wenn, dann habe ich hier irgendwo was übersehen. An Pilzen, hoffe ich. Und nicht da hinten. Hier jedenfalls nicht. Das Ding, doch, man kann es anzaubern. Wobei da hinten lang glaube ich auch nicht, dass das dort ist. Uns fehlen wirklich noch zwei, ja. Da ist einer. Vorwärts! Ronald. Aber erst musste man die wegziehen hier. Jetzt hört doch mal auf. Und mittlerweile
schon. So gefällst du mir, Ronald, so mächtig. Wieso ist der denn danach gewachsen gerade? Gut, da ist ein Pilz. Hier ist eine Pflanze, die man wachsen lassen konnte. Das ist uns gerade relativ egal. Das Pflänzlein. Einen haben wir schon gefunden. Das ist doch schon mal was. Nein, das ist kein Pilz, das ist eine Drachenstatue. Ist das hier? Nee, oder? Das ist hier nicht richtig. Hoffe ich. Ich hatte doch einen Pilz gesehen. Macht mir das doch nicht kaputt. Ich hatte mich so gefreut. Das ist doch einer hier. Ja. Aus einem braunen Pilz machen wir einen roten Pilz. Gut. Ein Strichlein auf meiner Liste. Also ich werde dir sehr verbunden, wenn du trotzdem mal hier ziehen würdest. Gut. Ach. Nicht A. Könnte sich natürlich, das ist das Dumme, die könnten sich da drin verbergen. In diesen Pilzdingern. So. Ach Mensch, wieso hast du den jetzt nicht geschnipst? Das ist... Warum machen die das und manchmal nicht? Das verstehe ich nicht. Na, das ist dann zu weit. Aber jetzt geht's auf einmal wieder, das ist doch so affig. Also was jetzt? Hoffen wir, dass der nicht dort ist, der letzte Pilz? In so einem Bereich? Uns fehlt nur noch ein Pilz, dann können wir den Wald abhaken. Hier ist eine Drachenstatue drin. Die Frage ist nur, ist hier mehr drin? Leute, weil ich das ja so liebe... nein, in die Richtung, Ronald. Und wenn du das Ding jetzt gleich berührst, ne, ist es vorbei mit. Du kannst mich mal. Gibt es da oben Pilze? In dem Bereich hier. Gibt es hier irgendwo Pilze? Ja oder nein? Hm. Sieht mal nicht danach aus. Ja. Und hier rum. Nicht ouch. Komm schon. Ich habe doch sonst echt keinen blassen Dunst. Hallo, Ronald, würdest du bitte... Danke. Okay. Ja, nehmen wir uns die Böhnchen noch mit. Hier hinten ist auch nicht aus Versehen so ein Pilz versteckt. Nein. Hier vorn? Beeilt euch! Da kommt man nicht durch, das haben wir ja jetzt gelernt. Das war schnell aus. Okay. Wahrscheinlich bin ich schon dreimal vorbeigelaufen an dem Pilz, oder? Ich habe ihn einfach nicht registriert. Nun gut, wir sind doch wegen einem Wasserhahn noch rumgerannt. Schon. Ich hoffe nur... Oh mein Gott. Aqua Erupto! Hey, was ist das da hinten? Stonehenge? Der hier ist schon angezaubert. Gut. Weg mit diesen Biestern. Das finde ich gut, wenn wir so stark sind.
Okay, und dumm. Das hier ist eine Blüte, kein Pilz. Was blinkt da hinten? Kommen wir hier. Kommen wir hier irgendwie auf die andere Seite von diesem Ding? Vermutlich nicht. Aber man weiß ja nie, deswegen der Pilz dort war angezaubert. Durch die Nebelschwaden ist es auch schwierig, die zu erkennen. Ja, kommt, weg hier. Weg mit euch. Hier macht man sich als Einzelkämpfer doch besser. Ich meine, die Kollegen. Naja, stellen sich ja ein bisschen dämlich an. So ein orangenes Geflacker. Oben. Wollen wir hier lang? Nein, unsichtbare Mauer. Nein. Das Ding vor dir. Okay. Ach, da ist auch so ein Leuchten. Das ist nichts. Hat nichts zu sagen. Gut. Die stehen meist an den Rändern und nicht mitten auf dem Weg. Also nochmal Augen auf jetzt beim Rückgang. Rückweg. Aber ich sehe hier keinen Pilz. Oh mein Gott. Hier ist auch keiner. Nein. Oder haben wir inzwischen aus Versehen? Natürlich nicht. Oh, Entschuldigung, einmal zu oft auf Escape gehämmert. Und die Flüche gehen die durch und geben uns noch einen Pilz. Natürlich nicht. Ich würde aber gern mal nach da hinten. Schade, dass man hier nicht springen kann. Das sieht doch gar nicht so unmöglich aus. Aber mit C an den Pfosten irgendwie ziehen will er nicht. Und sie umwerfen. Also gehe ich mal davon aus, dass das kein begehbarer Abschnitt ist für uns. Gut. Also zurück. Dann werde ich mit den Bubotuplern sämtliche komischen Pilze platt machen. Oh mein Gott, wie das Ding anfängt zu feuern. Sind die Zeit gesteuert? Fangen die wieder an irgendwann? Na nü. Es brennt. Mal da rein. Das klingt, als würde es dort brennen. Wow. Was ist das hier überhaupt? Eine alte Kirche? Steinpilz? Muss man da irgendwie... Nein, da kommt man ja gar nicht ran mit seinen Zaubern. Gut, so viel dazu. Entschuldigung. Kaufe die Traktor! Komm schon, Ronald. Ach, so wird das nix. Ich frage mich halt auch, ob das wirklich hier in dem Bereich ist. Das letzte Pilzlein, das wir suchen. Helf mir mal den ein paar Zentimeter zur Seite zu schieben. Dahinter ist er auch nicht. Das wäre es jetzt natürlich noch, wenn der hier irgendwo versteckt gewesen wäre. So. Da sind wir hergekommen. Wo kann man dich hinschnipsen? Direkt vor dich. Und nochmal ein ganz kurzes Schnipsen. Geht nicht.
Kurzes Schnipsen geht nicht. Da ist noch einer. Aber der ist schon angezaubert, oder? Da steht noch einer. Oh Gott. Junge. Ja. Heul doch. Nein. Na gut, das hat Harry gerade gerettet. Und er bedankt sich nicht mal bei uns. So. Geht's nur ein bisschen weiter, bitte. Ja, so genau. Die können sich nämlich da drin verstecken. Guckt euch das mal an. Der ist angezaubert, der hier, aber... Entschuldige. Lauf doch einfach, bitte. Kapere Traktum! Oh, du hast eine saublöde Stimme, hatte das schon mal einer gesagt. Die können sich da drin verstecken, das heißt... Nein. Jetzt haben wir den Soundbug wieder. Ach, wieso hast du den jetzt nicht? Das war nicht weit genug. Dann müssen wir jetzt wirklich die Dinger, diese komischen Morcheln... Stinkmorcheln, was auch immer, platt machen. Komm schon. Nein. Oh Gott. Einfach nur mit dem Verdacht. Leute. Geht das mit einer weiter entfernten besser? Wenn man denn mal gucken dürfte, wo man hinzielt. Nun macht schon! Halt die Klappe! So, Ronald, so bitte. Das könnte klappen. Ist hier ein Pilzlein zurückgeblieben? Nein, natürlich nicht. Okay, dann weiter. Kann sich nur in sowas versteckt haben. Ansonsten bin ich fast ein bisschen ratlos jetzt. Okay, das war jetzt nicht richtig. Doch, ein bisschen was haben wir noch zusätzlich. Hermine, verschwinde! Nein, das hat nicht funktioniert. Na gut. Satz mit X. Da bleibt kein Pilz zurück. Und da drüben, ich denke mal, wo die Drachenstatue ist, ist kein Pilz. Aber das heißt natürlich auch, nochmal auf dem Weg Richtung Drache, müssen wir dann... Kaufe den Traktor! Damit rechnen, dass... noch irgendwo einer versteckt ist. Der letzte. So. Ist das jetzt okay? Nein, das war nicht weit genug. Oder die Drachenstatue hat quasi vorzeitig platzen lassen. Perfekter Zauber. Na toll. Ach, Harry. Schubst mich nicht da rein, ich sag's dir.